Endspurt Soletherme Bad Elster. Wir würden jetzt den Weg nehmen, den zukünftig auch unsere Gäste gehen. Gestern Nachmittag führte Gernot Ressler, Geschäftsführer der Sächsischen Staatsbäder GmbH, Pressevertreter durch die Baustelle der neuen Soletherme in Bad Elster. Sie ist die derzeit größte touristische Investition in Sachsen. Bis Mitte September soll der Komplex inklusive der Verbindung zum Albertbad fertig sein. Die 4500 Quadratmeter große Soletherme wird die modernste Anlage ihrer Art in der Bundesrepublik sein. Der Salzsee hat mit 15% eine der höchsten Konzentrationen, in der die Sole in Deutschland im Indoor-Bereich erlebbar ist. Bautechnisch war und ist das eine enorme Herausforderung. So, hier haben Sie im Prinzip, wenn Sie hier mal reingucken, diese Rohre sind die sogenannten Ultrafiltrationsmodule. Das heißt, hier wird das Schwallwasser gereinigt durch Ultrafiltration. Ein weiteres Highlight ist das Licht- und Klangbad. Hier sprechen Licht- und Klangeffekte die Sinne an und fördern ganzheitliche, tiefgreifende Entspannung. Ergänzt wird die Therme durch Saunen im Innen- und Außenbereich sowie einem heißen Quellwasser und einem kalten Schwimmbecken im Freien. Die Soletherme ist für alle da, sagt Gernot Ressler. Er rechnet mit einer Erhöhung der Maximalkapazität bei den Tagesgästen von derzeit 1000 bis 1200 auf ca. 1600. Diese kommen schwerpunktmäßig aus einem Umkreis von bis zu 1,5 Fahrstunden. Zunehmend werden auch Übernachtungsgäste mit einer Anreisestrecke von bis zu 300 Kilometern die Soletherme besuchen. Derzeit gleicht die Baustelle noch einen Ameisenhaufen. Zwischen 100 und 200 Handwerker arbeiten hier täglich.